Guten Tag, hallo, Nele Klettke, mein Name vom Game Lab Berlin. Ich freue mich sehr, hier heute Teil dieses Festivals zu sein und im bevorstehenden Lightning Talk über mein Objekt zu sprechen. Mein Objekt ist eine von uns entwickelte gamifizierte Anwendung auf dem Smartphone, die einen personalisierten Zugang zu Exponaten, zu Objekten in Museen oder auch im öffentlichen Raum bieten kann. Wir haben mein Objekt erstmalig unter dem Namen Ping zusammen mit dem Badischen Landesmuseum implementiert und den Prototypen letztes Jahr ausentwickelt. Der Vortrag jetzt wird sich in zwei Teile teilen. Eben einmal erstens in diese Live-Demo von Ping aus dem Badischen Landesmuseum, um Ihnen die User-Journey von meinem Objekt einmal wirklich interaktiv zu zeigen. Und in einem zweiten Teil werde ich kurz auf ein paar Hintergründe von meinem Objekt eingehen. Kommen wir aber jetzt erstmal zur User-Journey. Hier im Badischen Landesmuseum werde ich begrüßt von Karl Wilhelm, der hier der Schlossherr ist oder der Hausherr, wie er sagt. Und der fragt mich ganz zu Beginn nach meinem Namen. Das gebe ich mal ein. Es lässt sich hier schon direkt diese sehr persönliche Ebene erkennen. Man wird in der Chatlogik begrüßt. Diese Chatlogik ist uns, denke ich, allen sehr geläufig, stark orientiert an Messenger-Diensten wie WhatsApp oder Telegram. Hier zeigt sich bereits, dass bei der gesamten App-Entwicklung eben darauf geachtet wurde, alltägliche digitale Handlungsroutinen eben mit aufzunehmen, spielerisch aufzunehmen und so eine App zu entwickeln, die eben wirklich die Bedarfe der Besucherinnen im Blick hat. Diese Chats hier, der hier gerade abläuft, der ist nicht automatisch generiert durch einen Chatbot, wie man vielleicht denken könnte, sondern es sind dramaturgisch ausgefeilte Textabenteuer, die sich ganz individuell entwickeln, aber dazu gleich noch etwas mehr. Jetzt fragt mich Karl Wilhelm am Ende dieses Onboardings-Dialogs hier, ob ich einen Avatar wählen möchte oder ein Foto machen will. Ich sag mal, wir machen mal ein Foto. Tschüss. Das wandert dann hier in die App und danach geht es nämlich auch schon los und wir können unsere Entdeckungsreise im Badischen Landesmuseum starten. Starten wir unsere Entdeckungsreise. Ich überspringe mal hier gerade die Erklärung, weil ich Ihnen das einfach live alles erzähle. Sehen wir hier schon ein ganz zentrales Element der User Journey. Und zwar das Swipen nach links oder nach rechts, wenn mir was gefällt. Das ist ein Teil der User Journey. Das zweite ist eben das sogenannte Match, was ich Ihnen gleich zeige. Dritte die spielerische Entdeckung auf der Karte. Das wird auch folgen. Und das vierte ist die Sammlung. Kommen wir nun aber erstmal zurück zum Swipen. Über diese interaktive Wischgestenauswahl kann ich mir nun mein Lieblingsobjekt aussuchen, das, was mir am meisten gefällt. Dabei stellen sich die Objekte mit Detailfotos und kurzen Sätzen vor, wie hier, jede Mutter ist eine Göttin. Und ich als Besucherin entscheide durch meine Wischgeste, ob mich das Objekt interessiert oder ob es mich eben nicht interessiert. Dieses Objekt interessiert mich jetzt MeToo, sehr aktuell, sehr wichtig. Ich drücke auf den grünen Daumen und es kommt zum Match, dem zweiten zentralen Teil der User Journey. Hier möchte nun Triton und Nereide mit mir chatten. Wir finden uns gegenseitig interessant. Wichtig auch zu sagen, nicht jedes Objekt, was einem selber gefällt, möchte sich auch wirklich dann mit mir unterhalten. Und hier sehen wir, dass eben diese Vielzahl der Exponate, die wir ja eben schon auf diesen ganzen Swiping-Karten gesehen haben, eben auf Basis meiner persönlichen Interessen auf ein einziges Exponat beschränkt wird, eben mein Objekt. Ich starte die Unterhaltung. Über diesen interaktiven Chat-Dialog, der sich hier nun öffnet, wie auch im Onboarding-Dialog, entwickelt sich jetzt eben der Verlauf ganz individuell. Je nach Auswahl meiner oder je nach meiner persönlichen Auswahl der Aussagen und Antworten entwickelt sich der nachfolgende Strang. Das ist alles gescriptet. Dazu gibt es so einen Chatbilder, mit dem man dann diese Antworten direkt mitdenken kann.
Und wir haben so die Möglichkeit, alles mögliche Wissen in diese Informationsstränge zu verpacken. Hier sehen wir jetzt den ersten Teil des Chats. Ich werde aufgefordert, das Objekt zu besuchen. Ich bin jetzt zwar nicht im Museum, aber ich simuliere das jetzt einfach mal. Mir wird hier angezeigt, das Objekt befindet sich im ersten Obergeschoss. Ich bin eingeladen, ins erste Obergeschoss eben zu kommen, das Objekt in der grün markierten Zone zu suchen. Und wenn ich es dann gefunden habe, kommt es sozusagen zum Rendezvous. Also wir haben wieder diesen Dating-Aspekt, den wir eben beim zweiten ja auch schon erkannt haben. Dieses Swipen nach links oder rechts, gefällt mir nicht, erinnert ja sehr stark an diese Tinder-Mechanik. Genau, und wenn ich das Objekt dann zum ersten Mal sehe, ist es wahrhaftig wie so eine ganz persönliche Entdeckung. Weil vorher habe ich ja nur einen kleinen Bildausschnitt von Triton und Nereide, wie da oben auf dem Detailfoto gesehen, und nun sehe ich das erste Mal das Objekt in seiner Gänze und kann es nun richtig persönlich kennenlernen. Ist das Objekt nun gefunden, habe ich nun zum ersten Mal die Möglichkeit, eben den Dialog auch wirklich an Ort und Stelle zu vertiefen. Dabei wird eben Wissen vermittelt, dass ich nicht auf den kleinen Objektschautafeln oder Objektschildern findet. Es kann ganz vielseitig kann eben hier Informationen vermittelt werden. Diese Dialoge, die wir hier sehen, können eben in Co-Autorenschaft mit Source-Communities, mit Fachexpertinnen wie Kuratorinnen oder anderen Experten oder Schulklassen oder Bürgerbeiräten, wie es im Badischen Landesmuseum passiert ist, geschrieben werden. Und so können eben die Potenziale multiperspektivischer Vermittlung digital produktiv gemacht werden. Dabei hat eben auch das Objekt die Möglichkeit, mir Bilder zu schicken, wie man hier sieht. Ich kann aber auch ganz low-level erstmal fragen, ja, aber wer ist denn überhaupt dieser Triton, was mir jetzt hier erklärt wird? Und was sich hier auch erkennen lässt, dass ich eben ganz aktuelle Themen im Unterbringen lassen. Wir haben hier eine starke Rapid Response Funktion. Das Objekt kann auch meine eigene Blickführung übernehmen. Es kann mir Sachen beibringen. Es ist einfach, als würde ich mit einer Freund oder einem Freund chatten. Und wir haben zusammen dieses Chat-Erlebnis. Ja, die erste Phase wird abgeschlossen, indem ich als Besucherin von dem Objekt selber aufgefordert werde, ein Foto von ihm zu machen. Und im Unterschied zu den sonst üblichen Schnappschüssen, wenn ich ins Museum gehe und einfach irgendwelche Objekte fotografiere, hat dieses Objekt dann eine wahrhaftige Bedeutung. Ich fotografiere jetzt hier mal meinen Schreibtisch und die Sonnenblume dort drauf. Es wird jetzt natürlich nicht erkannt. Wir haben sonst eigentlich automatisch auch eine Bilderkennung mit drin. Ich übernehme jetzt mal das Standardfoto. Und so wandert dann Triton und Nereide, die ich wahrhaftig persönlich kennengelernt habe, in die Sammlung. Das Foto wird dann mit Objektinformationen eben hier abgelegt. Hier habe ich dann die Möglichkeit, Hintergrundwissen zu erfahren. Und die Sammlung untergliedert sich eben auch in verschiedene Kategorien, wie man hier erkennen kann. Es kann dann ein zweites, drittes oder viertes Objekt folgen. Komplexität kann eben so schrittweise erschlossen werden. Das ganz Interessante ist eben daran, dass so eben dieses Museum Fatigue, also dieses Museum der Überforderung, sehr spielerisch überwunden wird. Weil sonst gehe ich in ein Museum, ich werde fast erdrückt von dieser Masse an Objekten, wo ich irgendwie gar nicht weiß, was hat das mit mir zu tun, warum soll ich mir diesen Teller oder jene Vase anschauen. Aber hier habe ich eben die Möglichkeit, ganz nach meinen Interessen mit diesen Objekten, die mich eben interessieren, zu chatten. Und die wandern dann eben in meine Sammlung und ich kann auch noch zu Hause mehr über dieses Objekt erfahren. Nach dieser kurzen Live-Demo würde ich nun jetzt noch ein paar Hintergrundfakten von meinem Objekt erzählen. Aus 3,5 Jahren interdisziplinärer Exzellenzforschung formte sich mein Objekt. Es wurde entwickelt im Rahmen des großen Forschungsprojekts Museum 4.0, gefördert vom Bundesministerium für Kultur und Medien. Und 2020 wurde es dann erstmalig im Badischen Landesmuseum zum Produkt eben mein Objekt.
Der Nutzen für die Besucherin liegt zum einen darin, dass eben die Aufmerksamkeit gesteigert wird, indem halt diese Komplexität ja spielerisch reduziert wird. Wir können kritisches Denken anregen und eben so ein ganz gemeinsames Erlebnis, nicht nur ein gemeinsames Erlebnis mit anderen Besuchern oder meinen Freundinnen schaffen, sondern eben mit dem Objekt selbst. Für Museen ergibt sich daraus, dass sie mithilfe dieses zeitgemäßen digitalen Vermittlungsformats, das relativ niedrigschwellig sich auch integrieren lässt. Wir haben darauf geachtet, dass seitens des Museums, also es funktioniert auf den eigenen Devices der Besucherin, so müssen kaum technische Voraussetzungen, noch nicht mal WLAN vorhanden sein. Es kann relativ leicht integriert werden und mithilfe dessen, indem halt diese alltäglichen digitalen Routinen wie eben dieses Swipen, dieses Foto machen und das Chatten eben dann auch letztlich neue Nutzerinnengruppen digital erschlossen werden können. Und aufgrund dieser Vielseitigkeit der verschiedenen Dialoge, ich habe ja die Möglichkeit, jegliche Objekte mit ganz vielfältigen Informationen zu hinterlegen und auch sehr diversen Dialogen, den Objekten verschiedene Stimmen zu verleihen, kann ich eben auch völlig verschiedene Nutzerinnengruppen ansprechen. Des Weiteren lassen sich darüber die Besucherinnen auch an die jeweiligen Häuser binden. Ich kann die App von zu Hause nutzen, muss noch nicht mal im Museum sein, kann die App allein zur Vorbereitung meines Besuchs nutzen. Und was auch interessant ist, dass wir die Antworten, die gegeben werden, im Backend eben auslesen können, ohne dass wir Probleme mit dem Datenschutz haben, weil der Login ja nur über den persönlichen Namen, den man sich selber gibt, ja, geschieht. Für alle Beteiligten ergibt sich daraus eine sehr starke, also ergibt sich vor allem dieses Erlernen digitaler Kompetenz, die dann in-house, ja, entwickelt wird. Also wenn man das Ganze partizipativ angeht, wenn viele verschiedene Mitarbeiterinnen zu Content-Creatern werden oder Bürgerinnen, dann haben wir hier ein sehr starkes Empowerment, was eben neben diesem Outreach-Effekt für die Besucherinnen, was wir gerade thematisiert hatten, eben auch einen klaren, deutlich abzeichnenden In-Reach-Effekt erzielt. Genau, so viel vielleicht zu meinem Objekt. Unsere große Vision ist es, in den nächsten Jahren innerhalb der App Mein Objekt eben verschiedene Museen anbieten zu können, die dann jeweils Objekte eben einpflegen und wo sich dann wo völlig verschiedene Objekte auch außerhalb der Häuser aufeinander verweisen können. Also technische Objekte auf naturkundliche Objekte, also dass man diese eine Museums-App hat und man sich nicht pro Haus immer eine App runterladen muss. Das ist unsere große Vision. Hier habe ich Ihnen einmal eine Live-Demo gegeben. Ich hoffe, die Kernmechaniken sind klar geworden und habe Ihnen ein paar Hintergründe zur Entwicklung erzählt. Ja, und es hat mich sehr gefreut, hier wirklich Teil dieses Festivals zu sein und dieses recht neuartigen Formats auch. Und ja, für Rückfragen erreichen Sie mich hier unter der Mailadresse oder auch per Telefon. Und jetzt wünsche ich Ihnen aber erstmal noch ein ganz tolles Festival mit spannenden Lightning Talks und weiteren Workshops. Viel, viel Spaß! Musik